Hallihallo und willkommen zurück zum Lambda-Kalkül. Letztes Mal habe ich euch gezeigt, wie man oder was Variablen, Funktionen und Funktionsanwendungen im Lambda-Kalkül sind. Das sind sozusagen die essentiellen Dinge, die man dafür braucht. Und dieses Mal möchte ich euch eben diese Alpha-Äquivalenz zeigen. Alpha-Äquivalenz bedeutet folgendes: Wenn wir hier einen Term haben, zum Beispiel Lambda-x.x, dann können wir sagen, dass die Terme gleich sind, wenn wir Alpha-Äquivalent sind, wenn wir in dem einen Term alle Variablen so umbenennen können, dass sie den Variablen im anderen Term entsprechen. Also sowas wie, wenn wir hier y einsetzen und hier y einsetzen, ich mache das gerade mal, dann sehen wir ja, dass die Terme wirklich genau identisch sind. Und ja, da wir dann sowieso eigentlich für dieses Lambda x hier wenn wir für dieses Lambda x so oder so später irgendwas mal einsetzen wollen, also zum Beispiel 42, und hier auf der anderen Seite auch 42 einsetzen, dann kommt ja immer dasselbe raus. Das heißt, die Dinger sind Lambda-äquivalent. Allerdings braucht man, Alpha-äquivalent, Entschuldigung. Allerdings braucht man hier natürlich dieses Lambda vor dem Ausdruck, denn sonst müsste da, also das sind ja dann sonst keine Variablen. Wenn ich hier kein Lambda x.x stehen habe, dann ist es ja keine Variable. Also sagen wir mal, ich habe hier stehen, das geht ja auch, ich hatte ja vorhin hier Quadriere im letzten Video gezeigt. Das war Lambda x Punkt Lambda y Punkt x mal y, okay? So, und wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, einen Ausdruck habe, Lambda x Punkt Lambda, nein, das war das Falsche. Und jetzt stellt mir schon wieder die Schriftart um, ich weiß nicht, was das soll. Furchtbar. Punkt Lambda Y, Punkt Lambda Z von mir aus noch. So, von und dann habe ich hier die Funktion Quadriere. Setzt da erstmal x und y ein. Ne, setzt da erstmal x ein. Und dann setze ich noch das Produkt aus y und z ein. Dann kann ich mir das ja so vorstellen. Nicht quadriere, Entschuldigung, das sollte eigentlich multipliziere heißen. Logischerweise, sonst hätte ich ja keine zwei Variablen. So, die brauche ich aber in dem Fall. Ja, genau. Okay. Jetzt habe ich ja hier als allererstes mal den Funktionsaufruf von multipliziere y mit x, mit z. Und das, was ich da dann rausbekomme, stecke ich hier noch in multipliziere x rein. Das heißt, hier steht dann am Schluss, multipliziere x, y und z sozusagen. Ja? Das wäre dann drei Variablen multiplizieren. So, und was ich euch jetzt bei der Alpha-Äquivalenz zeigen möchte, ist folgendes. Ihr könnt euch das hier auch einfach als f vorstellen und das hier auch als f vorstellen. Dann nennen wir das hier unten einfach auch f. Ja? Dann steht hier auch nur f und auch f. So, und wenn wir jetzt hier statt x, y, z a, b und c benutzen, a, b und c, und ja, dann sehen wir, dass die Terme gleich sind, also Alpha-äquivalent sind. Denn wir können hier für jede Variable, die wir hier einsetzen, a, b und c, also ihr stellt euch jetzt bitte hier vor, dass wir hier hinten 42, 52 und 62, 62 habe ich gesagt, einsetzen. So, in dem Fall. Wäre a 42, b wäre 52 und c wäre 62. Wenn wir die hier drüben einsetzen, kommt genau dasselbe raus. Das liegt aber auch nur daran, dass wir hier jede Alpha gebundene, jede Alpha, ja genau, jede Lambda gebundene Variable, also hier Lambda x, Lambda y und Lambda z, hier drüben exakt ersetzt haben. Also hier ist jedes x ersetzt durch ein a und jedes b ist ersetzt durch ein y quasi oder umgekehrt. Wenn wir jetzt aber hier das f betrachten, das dürfen wir nicht ersetzen. Wenn wir hier sagen g, dann wäre das ja was anderes, weil g ist nicht Variablen gebunden. G ist selbst eine Funktion. G könnte zum Beispiel sein Lambda x Punkt x mal x, zum Beispiel diese Quadriere-Funktion, die ich vorhin gesagt hatte. Das könnte g sein. Das heißt, wenn wir hier eine nicht Lambda gebundene Variable ersetzen, kriegen wir ein Problem. Wenn wir nur die Lambda gebundenen Variablen ersetzen, also hier so,
Aber wirklich dann auch alle ersetzen, also hier Lambda B für Y einsetzen, hier hinten aber auch, egal wie oft das noch kommt und für Z genauso, dann sind die Terme Alpha-äquivalent. Gut. Ja, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich habe mir vorgenommen, für dieses Thema etwas kürzere Videos zu machen, dafür wahrscheinlich ein paar mehr, denn das Ganze ist wirklich heftig. Zumindest später wird es noch richtig, richtig heftig. Und ja, ich möchte, dass ihr mir folgen könnt und falls ihr irgendwelche Probleme habt, dann könnt ihr mir Kommentare schreiben oder einfach nochmal zurückspulen oder vielleicht warten und ich erwähne es in einem nächsten Video noch. Gut, nächstes Mal geht es weiter mit einer anderen Art von Äquivalenz. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich abonniert oder liked oder sonst irgendwas macht und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.